Können Sie bitte eine Nasiha an junge Kinder geben, die noch Schwierigkeiten haben, ihre Gebete einzuhalten? Schaut mal, liebe Geschwister, bei Kindern sehen wir die Sache nicht so dramatisch. Ja? Es gibt Leute, sein Kind ist 4 Jahre alt und der muss auch schon Qiyam al-Layl beten. Ja? Der ist ein Übertreiber. So mit Baqara und Ali Imran und alles drum und dran. Und es gibt Leute, seine Kinder sind schon 8, 9 Jahre, der sagt, ach, sind noch klein. Beides ist nicht richtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Abu Dawud, befehlt euren Kindern das Gebet, während sie wie alt? 7 Jahre alt sind. Und wenn sie 10 Jahre alt sind und nicht beten, dann gibt ihnen ein Klaps. Das heißt, etwas, was nicht wehtut. Dieser Hadith beweist uns eine Menge. Warum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ab 7 Jahren? Das heißt nicht, dass man ein Kind schon früher zum Gebet führen kann. Nein. Aber mit 7 Jahren fängt er langsam an zu verstehen. Und wenn er bis zum 10. Lebensjahr nicht, guck mal, er hat eine Spanne gelassen, weil die Kinder sind was? Die sind unterschiedlich. Dann soll man ihnen einen Klaps geben. Dieses, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns gesagt hat, ist ein großer Nutzen, woraus wir was entnehmen können, dass wir die Kinder schon früh zur Gottesfurcht führen. Frage, werden die Kinder abgerechnet mit 7 Jahren, ja oder nein? Warum hat er uns gesagt, dass wir mit 7 Jahren sie schon ranführen sollen zum Gebet? Hä? Damit wir sie daran gewöhnen. Baraklofi. Weil wenn du ihn daran gewöhnst, ist es für ihn irgendwann ganz normal. Aber dass du kommst und sagst, so mein Sohn, du hast jetzt einen Schnurrbart, jetzt fang an zu beten, das wird schwer für ihn. Aber wenn er das spielerisch gelernt hat, und meine Empfehlung ist, dass man viel, viel belohnt. Weil wir haben schon viel Geld bezahlt für die Kinder. Aber das ist das Beste, was du machen kannst. Schaut mal, ein Kind weiß noch nicht viel über Akhira. Er weiß noch nicht so viel darüber, wie es ist, vor Allah zu stehen. Ich rede über die Masse der Kinder. Manche, subhanallah, Allah hat ihnen schon einen Verstand gegeben in ihrem jungen Alter. Möge Allah diese Kinder segnen. Aber viele Kinder verstehen das noch nicht. Das heißt, du belohnst ihn. Mein Sohn, hast du gebetet? Alhamdulillah, hier hast du etwas Schönes. Kauf dir was dann. Mein Sohn, du hast gebetet? Alhamdulillah, heute darfst du dir aussuchen, was wir zu essen machen. Mein Sohn, du hast gebetet, nächstes Mal, wenn du alle 5 Gebete machst, dann darfst du dir aussuchen, wohin wir Urlaub machen. So. Das macht jemand, der seine Kinder mit Liebe zum Gebet heranzieht. Und das ist das Beste, was man machen kann, Wallahu ta'ala alamah.